Damit wir hier weiterkommen, brauchen wir erstmal wieder so eine Säule, mit unserem Kristall wieder aufladen können. Also bleibt uns wieder nur eine Alternative. Okay, ich wollte gucken, ob ich ins Wasser gehen kann. Oh, es ist widerlich. Oh, diese Geräusche sind einfach widerlich. Aber wenn wir ein Geheimnis entdeckt haben, dann kann das ja nicht der Weg sein, wo es weitergeht, oder? Oder sehe ich das falsch? Interpretiere ich das jetzt wieder inkorrekt? Was ist das? Ja, so eine Art von Maske. Eine wunderschön verzierte Maske aus Metall mit einem reptilienartigen Gesicht. Sie gibt keine Aufschlüsse darüber, welche Funktion sie damals erfüllte. Okay, aber unser eigentliches Problem ist, dass wir so eine Säule zum Aufladen brauchen. Und wenn das hier wieder so eine geheime Grabkammer ist, muss diese Säule ja hier oben irgendwo sein. Hier geht's noch weiter. Diesmal habe ich den Raum nicht erst nach zig Stunden entdeckt. Okay, führt das alles an den gleichen Ort hier? Ja, schon ein bisschen unübersichtlich, ne? Aber ich glaube, das führt alles an den gleichen Ort. Okay. Dann wohl hier weiter, wa? Alles okay? Yes. It is depicted here, our gateway out of this world. These reliefs clearly portray ancient Cornarium, the thing I have been searching for my whole life. As much as I can understand, that one depicts a seemingly dead city as an ever-living organism with lots of mummified bodies connected to the device. Incredible. And the other one depicts an ancient Cornarium which is connected to another one, most probably outside of this planet or maybe out of this dimension. My, this is just marvelous. This is just marvelous, isn't it? Let's drink some tea to celebrate this. Oh, ich glaube, ich weiß ganz genau, was das sein soll hier. Na gut. Auf ein neues. Ist ja quasi das gleiche Rätsel, was wir schon mal gemacht haben, ne?
wenn man ein Rätsel sagen möchte, weil so rein theoretisch löst sich das ja komplett von selber. Note activated. They didn't just call me a nerd. Oh, Hilfe. Leuchtet das jetzt? Was ist hier los? Wieso, wieso denn die Schmerzen? Was war dann? Gab's da eben irgendeinen Anlass? Habe ich irgendwas verpasst? Hier lang, ne? Hallo? Ich kann mich bewegen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, beweg dich. Ich bin tot! Okay. Möchte ich vielleicht anders machen? Das ist, kann das sein, dass dieses Ding immer, wenn es auftaucht, die Toten wiederbelebt? Nächste Frage. Kann ich einfach an ihm vorbei? Okay. Einfach an ihm vorbei? Klappt nicht. Mal außen rum, wa? Aber dieses Ding belebt die Toten wieder. Das haben wir jetzt schon mehr als einmal gesehen, ne? Als das letzte Mal aufgetaucht ist, hat es auch diese Echsen wieder belebt. Und als wir es das allererste Mal gesehen haben, da in dieser Höhle, bei diesem Sarg, da hat es ja auch den toten Expeditionstypen da. Der ist ja auch wieder auferstanden, ne? Okay, versuchen wir es mal anders. Nein, da nicht lang. Shit! Okay, war das gut? Ich dachte, ich wäre an ihm vorbeigekommen, weil die sind schneller als ich, ne? Die Bastarde. Wo laufen wir denn am besten lang? Oh ja!
Ja, lass mich jetzt mal laufen hier. Das ist ja der gleiche Weg wie letztes Mal auch, ne? Hier in die Halle zu fliehen ist wahrscheinlich dämlich, oder? Ja, okay, es sind 4 Stück. Und ich habe keine Ahnung. Das ist gerade sehr frustrierend. Das ist sehr frustrierend. Und wenn wir anders rumlaufen? Wenn wir hier rumlaufen und dann hier hinten wieder zurückkommen? Kommt hier auch einer lang? Ja, da kommt auch einer lang. Okay, das war dumm. Da jetzt so lange zu warten, war dumm. Ja, er hat keinen Atem mehr hier. Wir sind tot. Okay, aktiviert er die in der Mitte erst, wenn... Das ist aber... Also links kommt einer lang, rechts kommt einer lang und in der Mitte stehen zwei. Wo soll ich denn... Was... Doof? Warum? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich finde das total deprimierend. Okay. Auf ein neues! Aber das ist wieder so dieses typische... Dieses typische Horror-Ding. In dem Moment, wo die Monster tatsächlich da sind... und uns was wollen... ist es auf einmal alles nicht mehr so unheimlich. Lass mich in Ruhe! Ich bin durch! Oh Gott! Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier kann ich nicht durch! Ja toll! Hi Jungs! Ach, und jetzt auf einmal? Okay. All these must be the products of my disordered imagination and nothing more. Stress. Einfach nur Stress. Ich hasse euch. Also nicht euch. Die Leute, die das Spiel hier gemacht haben. Die hasse ich. Und jetzt weiter. Wir scheinen ja jetzt erstmal wieder unsere Ruhe zu haben, ne? Hier überall Sarkophage.
Ihr seid doch keine Statuen. Seid ihr Statuen? Ihr seht verdammt echt aus für Statuen. Hi. Ich bin neu in der Gegend. Darf ich Mama zu dir sagen? Achso. Ja, später. Das machen wir später. Jetzt die große Frage erstmal, wie geht's denn hier weiter? Ach, wahrscheinlich hinter dem Ding lang, ne? Wenigstens einmal Licht. Oh! Radio! I don't know if anybody reads this or if there is anyone still alive out there. I've lost everybody who was on my search party. I am alone and afraid. Even from the out-of-place echoes of my own footsteps that are reverberating along these halls of ages-long silence. It is hard to tell if I am alive anymore. Those visions, sounds, the devilish scenes described in the reliefs I come across every now and then. We were not meant to be here. Dr. Faust! Dr. Faust, are you there? Answer me, please! Das klingt ja alles eher nicht so toll, wa? Aber wir müssen uns ja auch noch in den Tod stürzen. Wir können nicht einfach nach oben zurück und versuchen, irgendwie Hilfe zu kontaktieren. Nein, wir müssen uns in diese uralten Ruinen stürzen und gucken, ob wir den Expeditionstrupp finden können, der anscheinend komplett ausgelöscht worden ist. Ich meine, ja, ich weiß, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir die Option, nicht mehr nach oben zurückzukehren. Unser U-Boot ist ja weg, aber bis zu dem Punkt hätten wir jederzeit umkehren können. Das gefällt mir nicht. Okay. Uha. Oh, ich hasse das. Ich guck erstmal hier hinten lang. Das ist eine Tür. Also muss ich wahrscheinlich doch erstmal dahin. Oh, ich habe keine Ahnung. Seid ihr öfter hier in der Gegend? Oh,
gefällt mir alles überhaupt nicht. Diese Echsenwesen. Da müsste ich jetzt mal recherchieren, tatsächlich, ob es noch irgendwelche anderen Echsenwesen im Mythos gibt. Wahrscheinlich schon, aber... Also mein erster Gedanke, wenn es um Lovecraft geht und irgendwelche auf der Erde tätigen Mythosrassen geht, die die alten Götter anbeten hier in diesen Unterwasserstädten und so, das sind eigentlich immer die tiefen Wesen, ne? Aber diese Echsen, die sehen nicht aus wie tiefe Wesen. Tiefe Wesen sind Fischmenschen, das hier sind ja also der Heidechsen. Was sehen wir jetzt schon wieder? Sieht aber nicht so aus, als ob das hier dazugehört.